auch das Wochenbett tut gut daran, vorbereitet zu werden. Und da muss man natürlich sagen, dass es viele Dinge gibt, diese ganze Emotionalität und diese ganze auch massive Körperlichkeit an allen Ecken und Enden, die einfach mit viel Veränderung einhergeht, die kann man sich vorher natürlich nicht vorstellen. Und wenn wir Hebammen über das Wochenbett reden und auch in unseren Kursen oder im Kontakt mit den Frauen Wert darauf legen, dass das Thema schon in die Zeit vor der Geburt hineingeholt wird, geht es genau darum, dass man das Wochenbett als besondere Zeit begreift, wo Vorbereitung gut tut, weil die meisten Frauen nicht damit rechnen, wie sehr es einen sozusagen ergreift. So, das bedeutet die körperlichen Aspekte und auch die emotionalen. Also ich glaube, es gibt keine Phase im Leben, wo man emotional so weich gespült und so in inneren, volatilen Gefühlsachterbahnen sich befindet, wie im Wochenbett. Und es braucht einfach eine Wertschätzung dessen und es braucht einen Schutzraum. Und das ist für mich so, das Wochenbett auch ein Schutzraum. Schön, ja. Und es gibt in Deutschland oder in der vielleicht westlich industrialisierten Welt, so vielleicht genannt, auch wenig Wochenbettkultur. Und das sehen wir in anderen Kulturen anders, wo es so ist, dass die Frau im Bett thront auf 27 Kissen und hat das Baby im Arm und stillt es und alle weiblichen Verwandten vielleicht, ein Netzwerk von Menschen, die einem wohlgesonnen sind, kümmert sich, ne? Die schleppen Suppentöpfe ran mit Essen und schütteln die Laken auf und nehmen das Baby ab, um es zu trösten. Die Frau kann wirklich sich darum kümmern, sich zu erholen, das Baby zu stillen, das Baby zu bewundern, überhaupt anzukommen in diesem Ganzen. Und alles andere wird ihr abgenommen. Und das ist heute, liegt man 3 Tage im Krankenhaus und danach geht der Alltag weiter oder so. Also ne, so ist zumindest manchmal so die Erwartung, dass man sich dann denkt, welche Hosen passen mir wieder und morgen ist Markttag und dann kann man ja bestimmt das Baby ins Tragetuch schnallen und schon mal die erste kleine Runde drehen oder sowas. Tendenziell wird man am 3. Tag spätestens nicht mehr auf diese Ideen kommen, so, weil man dann merkt, ah, ist vielleicht doch ein bisschen anders, als man dachte. Aber man stellt sich das so vor und dieses drauf einstellen auf diese Phase, das ist so wichtig. Meine Kollegin Virescha Blömecke, die auch bei euch schreibt, die hat vor etlichen Jahren mal das Wort Babyflitterwochen geprägt. Und das finde ich so schön, Das weil ist das sehr schön. beschreibt es einfach ja auch so gut. Was macht man in den Flitterwochen? Man legt sich ins Bett, alle miteinander, die ganze Familie, auch natürlich der Mann gerne mit, also er ist ja auch im Wochenbett, und macht die Tür hinter sich zu und ist wirklich auf diesem anderen Planeten noch einen Moment lang. Der Alltag kommt früh genug und er kommt dann auch mit allem, was es dann erfordert. Aber dass man sich einfach so eine Zeit nehmen kann im Leben, wo auch nichts an Alltag Platz haben muss oder nichts, was sonst, also die Prioritäten verschwimmen da einfach auch nochmal vollkommen. Maileingang. Der kann echt warten, der Das kann könnte ich sowas von warten. egal. Ja. Ich glaube auch, viele haben so eine Vorstellung, was das Baby alles braucht. Aber gerade im Wochenbett braucht ja die Mutter auch sehr viel. Also das ist Total. ja. Total, das stimmt. Also es geht da wirklich um beide Aspekte. Es gibt ja diesen schönen Satz, a mother needs to be mothered, den ich auch sehr schön finde, weil es genau das zeigt, so die Mutter, die jetzt im Wochenbett und in der Zeit mit ihrem Baby, die dann später kommen, die wir Hebammen das späte Wochenbett nennen, wo die Frau sich schon längst nicht mehr im Wochenbett fühlt, aber die, ne, wir natürlich auch noch mit dazu zählen, wie wichtig es ist, dass die Frauen in dieser Zeit einfach unterstützt und getragen und so sind. Weil die so viel geben, ja, die ganze Zeit. Und sie schlafen nicht mehr. Und also, ne, wenn ich in den Kursen meinen Paaren, den erstgebärenden Paaren, vor allen Dingen die Zweitgebärenden, die nehmen sich dann ganz doll vor, dass sie diesmal wirklich wissen, dass das alles stimmte, was man vorher nicht. Ja, die gucken mich an und glauben mir höchstens die Hälfte. Die denken dann, die spinnt doch. Ich koche doch 13 Uhr. davor, 13 Uhr hat man noch nicht gefrühstückt und noch nicht geduscht. Das kriegt man ja wohl hin. Das Baby liest man ja dann. Schlafdauer eines Säuglings, genau. 18 Stunden. Ja. Wo Und ist wir das sind ja zu Problem? Und zweit. wir sind ja zu zweit. Mein Genau. Mann hat Urlaub und dann kann man doch am Abend Feldsalat zupfen und sich ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Kann man Aber nicht. es ist faszinierend, ehrlich gesagt. Ich kann im Rückblick gar nicht mehr sagen, womit ich meine Zeit verbracht habe. Ich hatte keine Zeit, weder zum Essen, noch zum Duschen, noch zum irgendwas machen. Das ist Aber ich so. könnte auch nicht sagen, was ich stattdessen gemacht habe. Ich habe auch nicht die Ja. ganze Zeit geschlafen, aber ich war Nee. wirklich irgendwie Also ich glaube, es ist viel ja auch so dieses eng getaktete und dieses Baby auch
ist ja noch so ein rätselhaftes Wesen in den ersten Tagen natürlich. Da kommt ein neuer Mensch und hat Bedürfnisse und die meldet es ja meistens dann auch an und man beobachtet es ja auch und es ist schon sofort ja dabei, die Bedürfnisse am Anfang zu erforschen, zu erraten, manchmal auch so ein bisschen Trial and Error ist sicher auch dabei, das Baby lesen zu lernen. Ne? Also so die feinen Signale schon zu hören und nicht erst, wenn das Baby laut schreit oder weint, weil das natürlich schon ein Zeichen dafür ist, dass das Baby schon im Stress ist. So und in dieser frühen Zeit des Einander-Kennenlernens, da ist es natürlich auch so, dass man so wenig Vorhersehbares hat. Ich glaube, das ist auch was das Wochenbett kennzeichnet, dass man so normalerweise seine basalen Bedürfnisse, ich habe jetzt Hunger und dann esse ich was, ich muss aufs Klo, dann gehe ich aufs Klo und duschen kann ich auch mal wieder, dann gehe ich jetzt duschen. All das ist in der ersten Zeit ja gar nicht da. Ne? Man duscht dann, wenn das Baby einem erlaubt, dass man duscht. Und es reicht ja schon, dass man irgendwie denkt, ah, es wacht bestimmt gleich auf, lohnt sich nicht. Und ausgerechnet in der Situation pennt es dann eine Stunde, das weiß man nur eben nie vorher. Aber wenn man duschen geht, dann hat man gerade sich die Haare einschamponiert und dann lauscht man ja immer, also auch das, so dieses ständige mit den Antennen beim Baby zu sein, das ist auch natürlich eine ganz wichtige mütterliche Qualität. Aber das ist auch fordernd und anstrengend, dass man, also viele Frauen kennen ja auch dieses Gefühl, dann nicht mehr im ganz frühen Wochenbett, aber das Baby ist möglicherweise 2-3 Wochen alt und Papa geht mit dem Baby mal kurz eine Runde draußen und wirft einen Brief ein. Und die Frau kann das erste Mal wieder alleine duschen. Herrlich, die kann die Tür hinter sich zumachen, kann duschen und kann das Wasser an sich runterlaufen lassen und kann dann noch den Conditioner einwirken lassen, alles was sonst immer im Zack-Zack, mein Baby. Also diese Momente von abgeben können, das Baby ist gut bei Papa aufgehoben. So, das sind einfach Momente, wo man das erste Mal, wenn man es spürt, ah ja, man hat es sozusagen wieder, dann merkt man erst, wie anstrengend. Oder anstrengend klingt immer so nach wie absorbiert man so, einfach. Wie absorbiert man ist, das ist ein schönes Wort. Dafür. Jetzt sind wir schon voll eingestiegen. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch sagen, ihr liebe Zuschauer, habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen natürlich. Zum Wochenbett, zu euch, zu eurem Baby. Ihr könnt das in der Fragebox unter uns machen oder auf Facebook einen Kommentar schreiben. Genau, wir freuen uns auf eure Fragen auf jeden Fall. In deinem Buch schreibst du, dass das frühe Wochenbett etwas Heiliges hat. Das fand ich total schön. Was genau meinst du damit? Bei solchen Wörtern müssen wir Hebammen ja immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht so sehr in die ESO-Schublade abkippt. Ich meine das aber so. Ich meine das wirklich so. Was Heiliges heißt für mich in dem Fall wirklich, dass dieser Zauber des Anfangs so haptisch spürbar wird, dass es einfach so besonders ist, diese Zeit und auch diese Würdigung braucht. Frauen haben unter der Geburt immer, egal wie sie ihre Geburt erlebt haben oder unter welchen, ich sage jetzt mal, medizinischen Bedingungen diese Geburt stattgefunden hat, Frauen haben immer ein existenzielles Erlebnis hinter sich mit ihrer Geburt. Und sozusagen so dieses Mutterwerden, dieses Prozesshafte der Geburt und das Baby ist dann da. Ich kriege ja tatsächlich leibhaftig eine Gänsehaut. Dieser Moment ist einfach so speziell. Das habe ich an Rücken zu erfahren, das ist schön. Und das wird auch nie verschwinden, da bin ich mir ganz sicher. Also ich empfinde es wirklich als Privileg, natürlich an diesen Momenten teilhaben zu können. Damit meine ich die Geburt, aber auch diesen Zauber, den ich eben angesprochen habe im frühen Wochenbett. Es ist einfach so diese Fragilität, die so zu spüren ist, die so beyond ist von dem, was wir im Alltag erleben, wo auch alle Menschen, die sonst in ihrem Takt sind und so, das spürt nicht. Alle Menschen, die damit Kontakt hatten, jemals spüren das sofort. Es ist einfach so dieser besondere Moment. Es ist ein Kind geboren. Yeah. So. Und eine Frau ist zur Mutter geworden, auch das. Ja, das stimmt. Was wäre so... Naja, es gibt sehr viel Wichtiges, was Frauen über das Wochenbett wissen sollten. Was wäre so das Wichtigste? Also wenn jetzt, was du ihnen jetzt, hast jetzt die Möglichkeit, den Frauen zu sagen, was jetzt ist die echt Top 3. Wichtig fürs Wochenbett? Merkt euch das. Ja. Was fällt dir ein? Also ich finde, und da werden wir Hebammen ja auch wirklich nicht müde, den Frauen das
zu vermitteln, dass es wirklich der wichtigste Punkt ist, dass man diese Ruhe einhält, dass man wirklich Wochenbett als Wochenbett versteht. Und eine Woche, das ist immer so ungefähr so das, was, worüber es auch unter Hebammen und auch Geburtsmedizinern im Übrigen, das ist nicht immer so eine Hebammenromantik, dass wir das so ganz gemütlich finden, da so im Bett rumzuliegen. Das ist wirklich eine harte medizinische Indikation, das muss man wirklich so sagen. Der Körper braucht diese Ruhe, um sich von der Geburt zu erholen und um all diese körperlichen Vorgänge, ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Körperlichkeit, gut gewährleisten zu können. Mhm. Die Plazentawunde muss heilen, die Gebärmutter muss sich zurückbilden, die Milchbildung soll in Gang kommen, all diese Dinge. Und dass die Frauen das wirklich ernst nehmen. Und dass sie auch diesen Teil in der Weise in der Schwangerschaft, ich finde ja schon auch die letzten Wochen der Schwangerschaft wichtig im Sinne von Geburtsvorbereitung, aber auch Wochenbettsvorbereitung ist wirklich auch dafür zu nutzen. Dass man beispielsweise ganz praktisch das Schlafzimmer zum schönsten Ort der Wohnung macht. Mhm. Also dass man, keine Ahnung, den Kartonstapel wegräumt oder das Rouleau, was klemmt, was ein Baby schon genervt hat. Dass man sich mit Beleuchtung überlegt, weil wenn, man wird nachts um drei natürlich auch stillen und dann ist es sinnvoll, so eine kleine Funzel zu haben, schon wirklich so Schummerlicht zu haben, dass man sich im Baumarkt ein Dimmer für die Nachttischlampe oder eine rote Glühbirne oder irgendwie so, also dass man wirklich das Schlafzimmer zum zentralen Ort der Wohnung macht und zum schönsten Ort, dass man wirklich gerne da ist und sich darauf einrichtet, dass man da weite Strecken des Tages verbringen wird. So, also das finde ich schon mal wichtig und viel, wenn wirklich klar ist, es geht darum, du bist im Schlafzimmer und liegst im Bett. Und ich meine auch Wochenbett im Übrigen im Bett, unter der Bettdecke. Mhm. Nicht auf dem Sofa liegen, weil auf dem Sofa sitzt man mit hochgelegten Beinen. Aber die Gebärmutter und möglicherweise sind Geburtsverletzungen auch da, die heilen sollen, ist wirklich die Horizontale gut. Und da kann man dann einen schlummern zwischendurch und kann das Baby zwischendurch bewundern. Mhm. Und also wie du sagst, der Tag verstreicht ja auch. Man guckt aus dem Fenster und sieht, oh, wird ja schon wieder dunkel. Wo ist der Tag geblieben? Einfach in diesem, ja, in dieser gemütlichen Situation zu sein, dass man sich das auch, also dass man sich diese Phase im Leben auch in der Weise zelebriert und sich schön macht. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, finde ich. Und vorher im Vorbereiten, also da geht es dann um ganz banale Sachen wie Essen vorkochen und so, ne, wo auch immer der halt denkt, naja. Ja, ne, wird einer kochen können. Auch, das ist ein Thema. Nicht so. Manchmal schon, aber es geht ja darum wirklich, also ich will dann auch, dass ich nicht immer, dass ich das so anhört, um es jetzt auch auszusprechen, die Männer, die nicht kochen und nicht waschen können, natürlich können die das, aber es sind eben alle Beteiligten im Wochenbett und es ist einfach sinnvoll, dass man sich da auch unterstützen und helfen lässt und auch die Männer sich daneben legen können und auch in dieser emotionalen Verfassung ja sind, vielleicht nicht so hormonell getriggert wie die Frauen und auch natürlich nicht so körperlich, aber auch das Zusammenwachsen einer Familie, selbst wenn es nicht das erste Kind ist, auch wenn man ein weiteres Kind bekommt, das dreijährige Kind, was natürlich dann auf der Matratze rumhopst und ein anderes Wochenbett mit Sicherheit auch mit sich bringt als beim ersten Kind. Aber dass man einfach wirklich auch als Signal, also an die Außenwelt, das auch so hat. Ne? Das, die Frau liegt im Bett und empfängt nicht Besuch im Wohnzimmer oder sowas. Sagen wir mal ein Thema Besuch, weiß nicht. Ja, doch, das sollte ich mir auch noch drüber reden. So. Ihr lasst uns doch gleich drüber reden. Der Wochenbettbesuch. Ja. Was mache ich mit der Schwiegermutter? Was mache ich mit meiner Mutter? Was mache ich mit all den Leuten, die das Baby sehen können und es kaum mehr erwarten können? Die armen Schwiegermütter und die armen Omas und Opas sozusagen, die jetzt wieder herhalten müssen. Nein, also es ist ein Thema natürlich. Und wenn ich so sage, ne, die Frau liegt im Bett und soll sich ausruhen, dann soll die nicht, oh, jetzt schläft das Baby gerade, jetzt könnte ich auch noch mal ein Nickernickerchen machen, weil die Nacht war anstrengend. Aber jetzt, Ding Dong, steht der Besuch vor der Tür und die wollen dann Kaffee haben und am besten noch irgendwie einen Kuchen schnell vom Bäcker holen und so. Also so eine grundsätzliche Regel, die auch relativ bekannt ist mittlerweile, dass man grundsätzlich sagt, Besuch ist willkommen. Besuch, den man gerne bei sich haben möchte, wo man das Gefühl hat, die Menschen möchte ich jetzt gerne um mich haben. Und üblicherweise sind das Menschen, die auch nichts dabei finden, wenn die Frau mit ungewaschenen Haaren und mit blutbekleckerter Bettlaken vielleicht hier und da und einen Busen, der kleckert oder so. Also, dass man einfach wirklich Menschen, die einem nahe sind. Und dass es die beste Freundin vielleicht eher ist als die Schwiegermutter. Ja. Da mische ich mich da nicht ein. Aber das sind Dinge, die man im Vorwege gut organisieren sollte. Auch miteinander besprechen sollte natürlich. Weil die Großmütter,
die sind ja auch Teil der Familie und das ist ja auch ihr Enkelkind, was geboren wird. Also die jetzt per se sozusagen auszusperren, so ist das überhaupt nicht gemeint. Es ist nur wichtig, dass sich alle Beteiligten da gut miteinander verständigen, damit auch keine Gefühle verletzt werden und damit man neigt ja dann oft so dazu, so, man mag vielleicht nicht so richtig kommunizieren, er kommt doch vielleicht erst in der Woche oder sowas, dass man das am besten im Vorwege macht. Genau. Und da ist jeder für seine Eltern verantwortlich, ne? Also die Schwiegermutter muss dann der Mann kommunizieren, so, weil manchmal, also gerade beim ersten Enkelkind, wo wirklich alle ausflippen, ja, zu Recht, natürlich ist ja auch ganz wunderbar, da, also gerade wenn die Großeltern möglicherweise nicht in der gleichen Stadt leben, wie das in Großstädten. Ja, eben, eine Woche noch einquartieren. Also, da werden dann eigeninitiativ Flüge gebucht, schon Wochen vor der Geburt. Wir sind dann mal eine Woche da. Ja. Und wie Hotel und so, wir wollen schon bei und so. Na, also, dass man da einfach spürt, was man braucht. Auch hat man, glaube ich, in jeder Familienkonstellation eine ziemlich schnell auch eine Idee dazu, also die Frauen jetzt, was ihnen gut tut und was nicht. Und dann die Familie entsprechend, das mit der Familie zu besprechen. Ja. So. Das ist ja auch eine gute Übung, weil letztendlich mit der Familie zu kommunizieren, das ist ja nicht nur ein Wochenbett-Thema. Also das haben wir ja, gibt ja nicht so viel Süßigkeiten, lass es nicht vom Fernseher sitzen. Man kann gleich mal anfangen, damit irgendwie sich anzugewöhnen, der Schwiegermutter und Mutter irgendwie die eigenen Vorstellungen zu erzählen. Ist vor der Geburt noch sehr ungewöhnlich, der Gedanke. Es ist ja auch in gewisser Weise so eine Abgrenzung, ne? Also dass auch da dann die Familienkonstellation ordentlich in Aufruhr kommen. Ja. Ne? Aus einer vorher nur Tochter wird jetzt auch eine Mutter und die Kernfamilie sozusagen rutscht ein weiter und so. Also es ist natürlich ein vielschichtiges Thema wie alles, aber da sind natürlich emotionale Teile auf allen, bei allen Beteiligten. Ne? Also Zurückweisung, zurückgewiesen sich fühlen. Bei den Großmüttern auch, das ist natürlich ein Thema und das ist auch anzuerkennen. Aber es geht in erster Linie jetzt, weil wir über das Wochenbett reden, natürlich darum, dass die Frau sich so fühlt, dass sie sich gut erholen kann. Genau. Und dass sie nicht gestresst sein soll von Besuch. Und im Freundeskreis sortiert sich das meistens sehr organisch von alleine. Die meisten Menschen, die Kinder haben, wissen ja auch, wie das ist. Die stehen da ja nicht gleich der ganze Kollegenkreis da vor auf der Matte. Die müssen dann einfach sich ein bisschen gedulden und das tun die ja. Also ich glaube, das ist mittlerweile auch so durchgesickert, dass das jetzt keine großen Konflikte heraufbeschwört. Aber wichtig ist, sich das vorher klar zu machen, einfach und so ein bisschen vorher zu besprechen. Bitte keine unangemeldeten Besuche nach dem Motto, wir waren gerade mal in der Nähe oder so. Genau. Ne, dass man das dann einfach signalisiert, wir melden uns, wenn wir euch gern sehen würden. Und so lange braucht ihr auch nicht jeden Tag 3 SMS schicken. Ist ja auch mal ganz gut, wenn man seinem Wochenbettbesuch sagen kann, bring du den Kuchen mit und den Kaffee, bring dann Zeug selber mit und nimmst danach wieder mit. Das sind einfach so die, so der Besuch ist herzlich willkommen, der weiß, wo bei euch die Kaffeemaschine steht und der einen Topf Suppe mitbringt und so. Das ist 1000-mal besser als der 7. Blumenstrauß, der irgendwie in der Vase verwelkt. Das sind dann einfach ganz hilfreiche und mitdenkende Angebote. Und dass man sich auch traut zu sagen, ey, kannst du mal die Wäsche aufhängen? Also ich würde theoretisch total gerne machen und dekliniere gerade meinen Freundeskreis durch, die würden das alle auch liebend gerne tun. Man muss es nur, und das ist auch was man lernen muss mit Kindern und was total wichtig und schön ist, ja auch so ein Netzwerk zu haben an Menschen und sich gegenseitig zu helfen. Zu sagen, oh, kannst du Tilda morgen mitnehmen von der Kita und mit zum Schwimmkurs nehmen oder sowas. Das ist einfach so das, was früher Großfamilie war, ohne das romantisieren zu wollen, aber einfach von gegenseitiger und selbstverständlicher Unterstützung, dass man sowas einfach in unseren großstädtischen Netzwerken von Wahlverwandtschaften, wenn man so will, eben auch etabliert, dass man dann irgendwie sagt, so klar, die Frau ist im Wochenbett, bring den Kuchen vorbei und sag auch gleich wieder Tschüss und bring den einfach dahin. Also sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, das ist auf jeden Fall ganz toll und ganz wichtig. Schön. Du hast uns ein Körbchen mitgebracht. Genau. Wollen wir da mal reinschauen, was alles drin ist? Ich habe, auch im Buch habe ich das Wochenbettkorb genannt, weil ich das einfach so schön finde. Also erstens finde ich es immer ganz gut, direkt am Bett, am Wochenbett, quasi die Sachen zu haben, die griffbereit sind. Da würden jetzt nicht exakt diese Sachen drin liegen, aber es ist klassisch, dass man sozusagen gerade dann, wenn man denkt, so, oh, jetzt hat man total Hunger, aber man hat gerade das Baby am Busen so und hat den Tee wahrscheinlich noch in der Küche stehen lassen oder irgendwie sowas und denkt sich so, ah, und ruft durch die Wohnung, Schatz, könntest du mir mal. Also ich finde es ganz gut, so Sachen, also Stilleinlagen zum Beispiel, ne, dass man die immer griffbereit hat und dass man die auch neben das Bett legen kann, im Sinne von alles griffbereit da.
oft, wenn man sich für so ein Babybay entschieden hat, mhm. also diese Bettchen, die man direkt ans Bett mhm. dran baut, da liegt ja am Anfang oft nicht das Kind drin. Vielleicht bräuchte man zwei. Einfach das ganze so Zeug. Als Extended Nachttisch sozusagen, wo irgendwie alles ja. reingestopft werden kann, was man irgendwie griffbereit braucht, inklusive der angebissenen Käsestulle oder so. Also, ne? Also mhm. auch Essen. Ne? Also die Frauen, ich habe hier mal so einfach symbolhaft so hier so ein Studentenfutter mitgebracht. Also einfach im Sinne von einen Snack zur Hand zu haben, mhm. weil man echt auch sofort merkt, stillen macht total hungrig, ja. es macht durstig. Ja, das stimmt. Tee, also, ne, ist auch natürlich so ein Klassiker, aber dass man auch echt Hunger kriegt vom Stillen. Mhm. Also man merkt wirklich, was für eine zehrende körperliche Aufgabe des Stillen ist und da kriegt man Hunger. Mhm. Und dann ist also zum Beispiel Studentenfutter was relativ gut mhm. kalorisch ist, also mhm. ne, mit den fetthaltigen Nüssen und auch besser als ein Snickers, also ja. im Sinne von den inneren Werten und so, die ganze Vitalstoffe und so, die man natürlich auch braucht. Also die Idee, die Frauen ernähren sich immer so gesund in der Schwangerschaft mhm. fürs Baby und brauchen das natürlich auch noch im Wochenbett unbedingt auch, ja. für sich selber, aber auch fürs Baby. Also ne, das yeah. Baby wird ja weiterhin sozusagen mit versorgt. Ne? Ja. So, also das finde ich immer gut, wenn man es dabei hat. Dann hier, also mit sowas rechnet ja keiner. Was das ist hat das? Man nicht im Wochenbettkorb vielleicht liegen. Das, das sind Binden. Ne? Nach der Geburt bluten Frauen. Ja. Und zwar in einem Ausmaß, wie sie das bisher mit Sicherheit noch nicht kannten. Aus ihrem Körper, aus dem Menstruationszyklus beispielsweise, mhm. sondern bluten in einem Ausmaß, dass man am Anfang durchaus auch mal einen Schreck kriegen kann. Mhm. Ne? Also direkt das erste Mal, wenn man aufsteht, im Kreißsaal möglicherweise noch, dann läuft einem wirklich das Blut mhm. die Beine runter, also aus einem raus, so richtig in Mengen. Das ist in den ersten 48 Stunden so, dann reduziert sich das mhm. auch deutlich. Aber diese Blutung, die hört auf den schönen Namen Wochenfluss, mhm. Die begleitet einen schon noch die ersten 3-4 Wochen ungefähr. Mhm. Und man benutzt keine Tampons mhm. nach der Geburt, aus verschiedenen Gründen, sondern man nimmt Binden. Und am Anfang braucht man wirklich hier dieses XXL-Format, dick und ja. groß, damit da ordentlich was reinpasst. Ja. Das Interessante dabei ist ja völlig überrascht, dass man zwei hintereinander braucht. Ja, oder man übereinander liegt, ja, oder gleich, übereinander, ne? Genau, aber also, wenn man liegt, ist das ja auch nochmal so eine... Genau, also man liegt und dann dreht man sich auf die Seite und dann merkt man schon, oh, schwappt so warm aus einem raus. Ich würde auch immer irgendwie so ein Handtuch ins Bett legen oder ja, sowas. Ne? Also es gibt natürlich diese... Das ist rotes. Knisterigen Einmalunterlagen gibt es natürlich auch. Ich finde immer, wozu Müll da, ne? Also ein Handtuch kann man ja waschen, geht ja. Also. Ja. Und dann muss man nicht mal das ganze Bett abziehen. Es gibt, also das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen exotisch und so, aber ich empfehle die tatsächlich seit einigen Jahren aus gutem Grund, wenn diese allererste Phase mit dick und durstig, also wirklich viel mhm. Saugmaterial vorbei ist, dann einfach, weil man ja viel länger blutet als sonst bei einer Menstruation, dann durchaus auf Stoff umzusteigen, mhm. weil das viel, viel hautfreundlicher ist mhm. als dieses raschelige, ja dann doch irgendwie komische mhm. Material, wo man auch erstmal denkt, Binden aus Stoff. Also ich als Hebamme bin da ja unbefangen und rede den ganzen Tag über sowas, aber die sind einfach viel hautfreundlicher und mhm. viele Frauen finden das total mhm. angenehm an der Haut, weil ja auch je nachdem, ob Geburtsverletzungen da sind, aber es ist ja auch so ein, selbst wenn man keine hat, ist es ja so ein, am Anfang schon eher so ein wundes Gefühl mhm. und so. Und da fühlt sich Stoff oft einfach angenehmer an. Ist totale Geschmackssache, nur im Sinne von, was gibt's auch. Mhm. Natürlich dann eher nicht bei im Drogeriediscounter, sondern vielleicht im Online-Spezialdings. Auch ja, apropos waschbar, Stilleinlagen gibt es eben auch nicht nur so als Einmaldings, mhm. sondern eben auch in waschbar, was zumindest für zu Hause häufig den Frauen mhm. angenehmer ist. Ne? Also die sind einfach aus Baumwolle und saugen einfach so ein paar bisschen kleckernde Muttermilch. Also mhm. wie man sieht, es kleckert aus allen Organen. Also das ist ja wirklich, das meine ich mit, also es ist ja nicht schlimm, mhm. überhaupt nicht, aber man muss das vielleicht vorher wissen, also yeah. muss, ob man es muss oder nicht, aber dann ist man nicht so überrascht. Und dafür gibt es dann sozusagen solche yeah. Utensilien. Yeah. Genau. Soll ich noch was auspacken? Ja, bitte. So schöne Sachen. Genau. Auch im Sinne von das Thema des Webinars heißt ja das Wochenbett genießen. Mhm. Ne? Soll ja hier nicht nur nach Blut, Schweiß und Tränen sich alles genießen, heißt für mich auch so also ein bisschen Wellness, finde mhm. ich. Also einfach auch, weil der Körper sich ja so verändert und man so damit beschäftigt ist, ist einfach auch zu genießen und diese körperliche Veränderung erstmal sich da auch wieder auch haptisch heranzutasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eine Bauchmassage zum Beispiel ist ja auch was ganz Tolles im Wochenbett. Das macht die Hebamme vielleicht auch mhm. mal, also weil auch die Bauchmassage, also die Hebamme fühlt ja in der Wochenbettbetreuung nach der Gebärmutter, nach der Rückbildung der Gebärmutter, tastet sowieso den Bauch ab und berührt die Frauen einfach mhm. liebevoll.
Und es gibt tatsächlich auch so spezielle Bauchmassageöle, die die Gebärmutterrückbildung unterstützen können. Und die hautpflegend sind natürlich all das und die auch so ein bisschen so dieses Innehalten und Spüren. So, ne? Also so diese Momente, wo die Frau ganz bei sich wieder sein kann, in ihrem Körper sein kann. Den Körper ihr auch wieder annähert. Also auch Veränderung ist ja manchmal auch so, ist alles noch so wabbelig, sagen die Frauen ja dann. Ich als Hebamme sage immer so, oh, es ist so schön, das ist wie so ein weicher Brotteig und so. Ich bin ja immer ganz begeistert. So, aber ne, das einfach auch da freundlich zu sich zu sein. Ja. So in diesem Bauch ist ein Baby gewachsen, wie verrückt. Was für ein toller Bauch. Und was für ein toller Bauch. Und dick genau, ist, ja, solange man liegt, meistens ist es ja, dass man an sich runterkommt und denkt so, boah, und dann steht man auf und dann ist man erstmal wieder so rund wie im sechsten Monat. Ja, und darf seine Schwangerschaftshosen wieder anziehen. Das stimmt. Ja. Auch damit rechnen die Frauen meistens nicht, dass sie denken so, ah, yippie, jetzt kann ich und so. Man hat noch eine ganze Weile so eine Übergangsphase, wo auch nicht so richtig passt und die zwei Hosen, die in der Schwangerschaft am Schluss noch gepasst haben, kann man dann auch irgendwann nicht mehr sehen und so. Nee, dann müssen wir die Mittelhosen wieder auspacken. Ja, oder Leggings und ein Kleid. Ich finde ja immer sowas, genau. So, Wochenbett. Dann Geburtsverletzung will ich jetzt gar nicht so allzu sehr thematisieren. Es hat sich herumgesprochen, dass Dammschnitte grundsätzlich erstmal zu vermeiden sind. Das heißt, das wird in Deutschland immer noch viel zu häufig gemacht, aber schon sehr viel seltener als noch vor einigen Jahren. Hat man so Einfluss darauf oder ist immer, stimmt man noch zu oder wird das so, sagen wir mal so, in der fachlichen Diskussion hat sich das rumgesprochen. Es ist absoluter Konsens, dass man sagt, nur 5-10% aller Frauen, bei deren Geburten ist es gerechtfertigt, aus medizinischer Indikation einen Dammschnitt zu machen. 5-10%. Die Zahlen in Deutschland sind deutlich höher. Ne? Die sind bezogen auf alle Frauen, etwa bei einem Viertel, etwa bei 25% aller Frauen bekommen in Deutschland in der klinischen Geburtshilfe, also im Krankenhaus, der außerklinischen Geburtshilfe weit weniger, bekommen Dammschnitt. Und das ist aber bezogen auf alle Frauen, nicht nur auf die Erstgebärenden. Und wenn man weiß, dass eine Zweit- oder Drittgebärende sehr selten einen Dammschnitt kriegt, ich will nicht sagen, grenzt schon fast an Kunstfehler oder so, aber sehr viel seltener überhaupt eine Indikation bietet, heißt das ja, dass bei den Erstgebärenden die Quote natürlich noch viel höher ist als 25%. Also ich würde mal so schätzen, ich habe da keine Zahlen gefunden exakt, dass die Anzahl an Dammschnitten in der normalen 0815, nenne ich das jetzt mal, klinischen Geburtshilfe, locker bei 40-50% liegen dürfte von den erstgebärenden Frauen, die einen Abschnitt kriegen. Das liegt weit, also ist zehnfach höher als das, was die WHO empfiehlt. Da darf man schon mal Fragen stellen, finde ich schon. Und das ist, finde ich, auch ein Bereich, wo Frauen sich einmischen dürfen und sollen. Ich habe in diesem Buch, das sage ich jetzt noch einmal kurz, du musst dich vielleicht mit dem Lektorat auch ein bisschen so, Fight for your Muschi habe ich ja, findet sich schriftlich in diesem, durfte drinbleiben, weil ich wirklich, also da bin ich auch Frau genug und Feministin genug und Hebamme genug, um zu sagen, das ist dein Intimbereich und dein privatester, heiligster, körperlichster Bereich, da hat niemand sich in der Weise über deinen hinwegzusetzen und übergriffig medizinisch zu agieren. So, das heißt, ich finde das wertvoll, wenn Frauen natürlich sich äußern erstmal und der Hebamme signalisieren übrigens, ich möchte bitte auch keinen Dammschnitt haben. Mhm. Man kann ja auch was tun in der Schwangerschaft schon, das Dammgewebe vorzubereiten, eine Massage und so. Aber auch in der Situation im Kreißsaal echt zu sagen, ich möchte das nicht. Wenn es dann notwendig ist, dann wird eine Hebamme, weil sie dann wirklich eine Indikation hat, das ist üblicherweise eine kindliche Indikation, also sprich, wenn das Baby in den Herztönen zeigt, ich möchte da jetzt raus, würde in der letzten Phase der Geburt einen Dammschnitt, eine Geburt verkürzen, etwa so um 20 Minuten. Und das wäre eine echte Indikation, dass man sagt, dieses Baby will da raus und jetzt, nicht erst in einer halben Stunde, und dann einen Dammschnitt zu machen. Und das wäre eine Situation, wo es dann notwendig ist, wo es aber sicher auch einen großen Graubereich gibt. Ne? Also so. Und ich würde, wenn ich noch mein Baby bekäme, ich habe meine Kinder ja auch zu Hause gekriegt, aber so würde im Kreißsaal das signalisieren. Ich möchte das am liebsten nicht. Okay. Was hast du noch dabei? Genau. Also und ne, also Dammverletzung pflegen. Viele Frauen haben natürlich Schiss vor. Ne? Also ich glaube, dieses Damm-Thema ist schon auch nochmal ein sehr spezielles. Dass man dann denkt so, oh, und hinterher, und kann man dann aufs Klo gehen? Und ne, die Sorge, einfach verletzt zu sein, wie ist das und so. Und es ist schon so, dass Geburtsverletzungen in den ersten Tagen spürbar sind. Ne? Kommt natürlich auf den Umfang drauf an. Aber dass sie gut
tun, gepflegt zu werden. Mhm. Man kriegt in der Klinik, wenn man im Krankenhaus gebärt, ja mehr oder weniger kommentarlos neben dem ganzen Stapel an Binden, ganz diskret auf den Nachttisch gelegt, kriegt man ja auch einen, so einen Spülbecher. Ja. Kennst du das? Also ja. so ein Messbecher, ja. wie man den in der Küche hat. Und denkt erstmal so, hä, wofür ist denn der? Und der ist eben dafür da, weil es häufig hilfreich ist, die Naht so ein bisschen zu spülen. Ja. Auch gerne schon beim Pinkeln. Ich sage den Frauen ja ehrlich gesagt, pinkel unter der Dusche am besten. Also wenn das Wasser an dir unterläuft, stimmt. damit der Urin, der ja einfach so ein bisschen salzig ist, eben an den kleinen Schürfungen und Verletzungen nicht so sehr brennt. Dafür ist das Spülen da. Und auch um diesen sogenannten Wochenfluss, also die Blutung, einfach so ein bisschen so abzuspülen. Das hat wenig mit Hygiene zu tun, sondern mehr tatsächlich mit so einem Wohlgefühl irgendwie. Ja, so. Man nimmt so tendenziell brennt, klares Wasser, vielleicht mit ein bisschen Salz drin, also so eine annähernd physiologische Kochsalzlösung, einfach einen Teelöffel Salz in so einen Messbecher rein. Dann ist es noch ein bisschen milder, brennt nicht so sehr. Okay. So, und man kann dann aber, also in dem Rahmen normale Dampfverletzungen brauchen jetzt kein, wer weiß, wie Brimborium, die heilen gut von alleine. Man kann sie aber eben spülen, man kann auch ein Sitzbad machen. Und was ich total schön finde, ist, es gibt so Wundsprays, die man nehmen kann. Die sind so aus ganz milden Hydrolaten, auch ohne Alkohol, dass man einfach wirklich so im Bett einfach mal zwischendurch so ein bisschen die Wunde mit wundheilenden Substanzen benetzen kann, ohne so ein großartiges, also Sitzbaden ist einfach dann doch relativ aufwendig. Und wenn wir dazu kommen, man kommt eh zu nichts, dann ist das so eine convenient Möglichkeit oder so eine Möglichkeit, das einfach zu pflegen, wenn man das Bedürfnis hat, sich da was Gutes zu tun. Kühlt auch ein bisschen, ist häufig ganz angenehm. Darf ich ganz kurz unterbrechen, wegen den Dampfverletzungen und dass viele ja so Angst haben. Ich hatte ja beides, ich hatte den Kaiserschnitt und ich hatte eine natürliche Geburt. Und die Schmerzen sind bei beiden da. Sie sind anders. Also es ist, diese ganzen Verletzungen, die da entstehen, sind, also ich könnte mir vorstellen, dass es eben Frauen gibt, die sagen, oh, und da reißt alles auf und das tut alles so weh und dann nehme ich lieber den Kaiserschnitt. Das ist, also was die Schmerzen angeht, nicht die Option. Also da bist du die Expertin. Ja, also weil das sind andere Schmerzen natürlich. Aber der Kaiserschnitt ist einfach ein offener Bauch. Also es ist einfach eine Bauch-OP. Ja. Und das sind auch Höllenschmerzen. Und ich konnte bei beiden tatsächlich danach 3 bis 5 Tage lang nicht wirklich gehen. Kaum aus dem Bett eigentlich kaum Raum, was gut ist, weil dann bleibt man einfach im Bett. Ja. aber das ist das ist nicht so schlimm tatsächlich irgendwie. Es verheilt ja auch alles. Also ich hatte sogar das Gefühl, dass es bei der natürlichen Geburt irgendwie der Körper mehr wusste, irgendwie, wie er das wieder zumachen kann und alles heilen kann, als beim Kaiserschnitt. Also es ist einfach, wie du richtig sagst, ein Kaiserschnitt ist eine relevante Bauch-OP. Mhm. Wenn es sein muss und so, dann ist das ein Segen in unserer heutigen Zeit, dass man den machen kann und dass man einfach eine Geburt zu diesem guten Ende führen kann. Überhaupt gar keine Frage. Nur so diese Idee, lieber keine vaginale Geburt, dann doch lieber ein Kaiserschnitt, auch unter anatomischen Bedingungen. Also das ist wirklich eine Bauch-OP und es ist ein Unterschied, ob der Bauch quer so tatsächlich ja geöffnet wird, die Gebärmutter eine sogenannte voroperierte Gebärmutter damit ist. Es hinterlässt Narben im Gewebe und so diese, ich nenne das mal Banalisierung des Kaiserschnitts oder sowas im Sinne von das ist es nicht. Und auch in der Geburtshilfe, also wirklich nicht jetzt hier Hebammen-Talk, sondern einfach die nennenswerten Koryphäen Professoren, die natürlich mittlerweile alle sagen, wir machen das nicht einfach so, weil es nur der scheinbar leichtere Weg ist, unabhängig von dem, was man subjektiv natürlich dann, also Schmerz oder Schmerz, so. Also die Phase von Save Your Love Channel oder so, die ist vorbei, weil man einfach weiß, dass ein Kaiserschnitt sehr viel invasiver ist und auch für die kommenden Frauengesundheitsjahrzehnte, kommende Schwangerschaften vor allen Dingen, eine Auswirkung hat. So, also so einfach so macht man eben natürlich keinen Kaiserschnitt mehr. Aber auch Kaiserschnittwunden, also weil wir jetzt eben die ganze Zeit über Wunden gesprochen haben, sind natürlich Wunden, die gepflegt werden müssen. Kann man auch und einfach dieses Gefühl von Schon von so dann auf diese andere Ebene. Ja. Lass uns mal zu den Fragen kommen. Ja. Die erste Frage ist, wie kann man sich den Übergang vom Wochenbett in den Alltag angenehm gestalten? Ja. Also der wird ja meistens nicht schleichend unbedingt in der Weise stattfinden, weil es gibt sozusagen einen Tag, da geht der Mann dann wieder arbeiten. Ja. Ich will jetzt nicht so reaktionär rüberkommen, aber natürlich ist das in dieser Phase ja meistens so die Aufteilung. Und das ist ja dann nicht Übergang, sondern das von einem Tag auf den anderen. Und die Frauen haben 4 Tage vorher schon Stress natürlich. Ja. Oh Gott, ab Montag geht mein Mann wieder arbeiten, wie soll ich das denn machen? Ja. Also das, was einem
mit Unterstützung des Partners, im Sinne von, der serviert tatsächlich die Schnittchen ans Bett und kocht einen Tee und nimmt das Baby und tröstet es und so, dass das dann plötzlich wegfällt und dass man von morgens bis abends, also gut ist, wenn man da zum Beispiel flexibel sein kann und wenn der Mann vielleicht auch mal einen halben Homeoffice-Tag hinlegen kann oder früher nach Hause kommen kann oder sowas. Ne? Und das ist, da merkt man dann schon, oha, okay, jetzt weiß man, was die alle meinen. Das ist schon ein ganz schöner Spagat einfach. Ne? Ich finde es gut, alles an scheinbaren Pflichten, ne, dass man irgendwie denkt, oh, mein E-Mail-Eingang und so, ne, dass man da einfach auch sagt, so, ey, ich bin im Wochenbett. Also, dass man vor allem für sich selber lernt, Prioritäten zu setzen in der Weise, dass man einfach sagt, ja, ist jetzt so, das schaffe ich halt nur die Hälfte. Und auch, dann sieht das halt hier so aus. Ja. Na, und ich muss nicht für die Hebamme aufräumen, die kommen nämlich nicht zum Besuch, sondern zum Arbeiten, zum Wochenbettbesuch oder für sonst wen, sondern na gut, dann versinkt hier halt alles mal so im Chaos. Halt aus, so sieht es halt aus. Und die ganzen Bilder, die man vielleicht so hat, ne, die natürlich auch in unserer heutigen Zeit, ne, dass man irgendwie denkt, das Leben ist kein Instagram-Account. Ist es nicht. Also so wie das bei den Müttern dort aussieht, sieht es bei mir zu Hause nicht aus. Und meine Kinder sind also nicht nur im Wochenbett nicht. Und dass man sich da keinen Stress macht. Also man hat, glaube ich, man landet wirklich auf dem Boden der Tatsachen, wo man im Geburtsvorbereitungskurs, ne, was ich vorhin so zitiert habe, da denken die Frauen, naja, komm, die übertreibt ja total, die spinnt doch. Dann denkt man so, okay, ne, es stimmt tatsächlich. Und jetzt muss ich mich erstmal neu sortieren. Ja. Also es ist eine Herausforderung. Und da einfach zu gucken, dass man sich nicht zu viel auflädt und dass man bei sich bleibt und dass man 5 Grad sein lässt. Ja. So. Ja. Und auch so Versorgungsangebote, also wenn man dann irgendwie niemanden mehr hat, der einem die Hühnersuppe kocht. Hühnersuppe ist übrigens also eine Omas Hühnersuppe, für alles super. Natürlich auch im Wochenbett. Dass man dann auch, also wir leben ja in einer modernen Welt. Ne? Das gibt mittlerweile ja Anbieter, die dann auch sowas nach Hause liefern. Ja, genau. Ne? Also so, dass man einfach über gute Versorgung, wenn man jetzt nicht in einer Großstadt lebt und da in jedem rechts und links irgendwie sich Essen auf Rädern bestellen kann, gibt es sowas einfach mittlerweile. Ne? Mhm. Und das ist toll. Und halt das Netzwerk einspannt. Ja. Also Großfamilie, die, wenn Oma und Opa immer sich kümmern wollen, dann kann man das auch in der Weise annehmen, dass man sagt, das wäre total toll, wenn du dreimal in der Woche Suppe vorbeibringst. Ja. Einmal in der Woche ist ja schon Was ich jetzt super fand? Quiche. Ja, Quiche ist so cool. Das ist so nahrhaft. Ja. Das macht so satt. Ja. Das ist Gemüse drin. Du kannst es kalt und warm essen. Du kannst es, genau. Du kannst es nach 4 Tagen noch essen. Ja. So, das ist ja so dieses, ne, dass man irgendwie gerade, wenn das Essen auf dem Teller dampft, quackt das Baby. Eben, genau. Und Quiche kann man auch lauwarm essen oder kalt essen. Also ich habe das so mit Baby auf dem Arm im Flieger gegriffen. Genau, das geht besser als heiße Suppe. Ja, ne, weil dann, ja. So, ne, also Quiche geht immer. Das stimmt. Also man lernt sowieso, also was jetzt irgendwie, soll jetzt nicht so sehr hier Kochrezept-Talk sein, aber man lernt einfach wirklich, man hat so seine paar Klassiker, wo man irgendwie merkt, die kann man gut vorkochen, die schmecken auch noch 3 Tagen noch und so, also das ist absolut der, ne, dass man nicht für einen Tag sich was kocht, sondern für 3 Tage und den Rest im Kühlschrank stellt und so. Ja. Ich habe ja dann das Rezept für die Quiche verteilt und dann wollte man mal, wenn die Besucher kommen wollte, dann backt man die Quiche und bringt die mit. Ja, sehr gut. Genau. Nächste Frage. Was macht man am besten mit älteren Geschwistern während dem Wochenbett? Mhm. Und was kann man tun, damit sie sich nicht vernachlässigt fühlen? Ja, ja, wichtiges Thema. Ja, total wichtiges Thema. Ich gebe ja Kurse auch für zweitgebärende Frauen, wo man dann immer denkt, hey, braucht man noch Geburtsvorbereitung? Man weiß natürlich, dass es einen Muttermund gibt, der aufgeht und so. Aber das beschäftigt die Frauen ganz zentral. Mhm. Im Sinne von, wir wissen grob Bescheid, aber wie macht man das denn jetzt mit 2 Kindern? Ja. Und auch dieses Gefühl zu haben, man kriegt ein 2. Kind und man, wie verteilt man die Mutterliebe? Mhm. Kann man überhaupt ein 2. Kind genauso lieben wie dieses Kind, was schon da ist? Wo man ja am Anfang irgendwie denkt, so, das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht noch ein 2. Kind, man würde sich für sein Baby, sein Kind, einen Arm hacken, abhacken lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und jetzt kommt ein 2. Kind, dass man dann denkt, so, boah, das ist auch eine Herausforderung für uns als Mütter, so, dass wir da irgendwie gucken. Ich kann nur sagen, du weißt es auch, du hast 2 Kinder, dass natürlich das 2. Kind also ich finde schon, dass die Liebe sich unterscheidet auf eine Weise, also finde ich, und dass Liebe auch wächst und so. Also ich würde es nicht so banalisieren, dass ich sage, das liebt man genauso. Also genauso es ist anders, sowieso, es ist genau. Aber die Liebe verdoppelt sich trotzdem. Ja, total. Liebe ist ja auch immer genug da. Die muss ja nicht aufgeteilt werden, die wächst. Also das fand ich aber sehr, das fängt aber auch schon in der Schwangerschaft an letztendlich, wenn natürlich. Man sagen muss, so, ich spring nicht auf den Bauch rum, weil da ist ein Baby drin. Genau. Ist, ja, und ich glaube, das ist auch
hilfreich ist, das nicht sozusagen zu problematisieren, wie das ja vielleicht in der Literatur vor 10, 20 Jahren so nach dem Motto, es wird ein Kind entthront oder sowas und es muss jetzt leiden. Ja. Was können wir konkret? Ich finde es wichtig, dass die Versorgungslage sozusagen, dass die gut ist. Ne? Also so ein dreijähriges Kind muss dann ja tatsächlich regelmäßig essen und ausgelüftet werden auf dem Spielplatz und so. Also da einfach klar zu sagen, das wird in dem zweiten Wochenbett eher noch mehr männliche, also väterliche Aufgabe sein, dass die großen Kinder gut begleitet sind und den Kindern auch signalisieren, und das gelingt eben auch dadurch am ehesten, dass Mama liegt im Bett, dass Mama im Bett bleibt. So, ne, wenn man aufsteht und sagt, meine Spaghetti Bolo schmeckt doch viel besser, und dann in der Küche steht, dann hat man sofort ein Kind am Rockzipfel und wird, ne, hier zum, guck mal, das habe ich heute im Kindergarten gemalt, das kann das große Kind auch alles mit ins Schlafzimmer tragen. Ja. Guck mal, das habe ich heute im Kindergarten gemalt, und man kann da vorlesen und so. Also das auch als wichtiges Signal für alle Familienmitglieder, Mama bleibt im Bett. Und die Kinder da mit hineinzunehmen. Ja. Und dann sagt Papa, hier den Obstteller, bring den mal schon mal zu Mama oder so. Also dieses Pflegende, so, das finden Kinder ja oft auch total toll. Und sie natürlich einzubeziehen. Ich finde das immer total rührend. Mama stillt das Kind, fünfjähriger Bruder, Schwester, beide gleichermaßen sitzen daneben und stillen die Puppe. So. Ja. Na, also dieses Imitationslernen in dieser Phase, das ist ja auch dann total toll. Ja. Und fast alle Geschwisterkinder haben auch ein Baby im Bauch und so. Und dass man ihnen natürlich, je nach Alter, dann auch entsprechende, ne, hol schon mal Wasser und hol schon mal die Windel oder so. Also dass man sie einbezieht, so, das ist, glaube ich, wichtig. Und gleichzeitig, man kann ja auch Bücher vorlesen während dem Stillen. Genau. Ist ja, da muss man nicht das Kind die ganze Zeit anstarren. Man würde es zwar gerne, man könnte es problemlos beim ersten tun, Kind aber hat man das ja auch so gemacht. Und so zelebriert. Man muss sich auch, glaube ich, damit natürlich anfreunden, dass dieses Wochenbett ein anderes sein wird. Ne, das ist eben nicht mehr so dieses, und man kann pennen, wenn man pennen will. Also wenn man um 17 Uhr müde ist oder so, dann schläft man halt noch mal eine Runde. Das geht natürlich genau dann nicht, wenn das die Zeit ist, wo das große Geschwisterkind auch erschöpft ist vom Tag, bedürftig ist. Und so ist es dann einfach anders. Und aber auch zu merken, also weil du sagtest, du hüpfst nicht auf meinen Bauch rum, total klar. Also dass es auch klare Regeln gibt und Kinder auch verstehen sollen, dass das Baby ein zartes Wesen ist. Aber natürlich merkt man dann auch so, naja, die sind doch schon auch robuster, als man dachte. Klar, hüpft da ein Dreijähriger auf der Matratze rum und guckt auch mal das kleine Näschen und so. Das ist total okay. Und auch da so ein bisschen aus diesem Maßregelduktus nicht so reinzurutschen und zu sagen, tu dies nicht, tu das nicht, nicht so laut, wasch deine Hände. Also natürlich, ne, so ist das in einem gewissen Rahmen sinnvoll, aber so dieses ständige Abbremsen in der kindlichen, ungebremsten Begeisterung, so da einen Weg zu finden irgendwie. Ja. Also ich glaube, wichtig auch zu wissen, für eine Mutter, dann kann sie auch im Wochenbett gut sein, dass das große Kind fein ist mit Papa. Und dass man da auch, also das ist ja auch für die Mutter-Kind- und Vater-Kind-Konstellation nochmal wirklich etwas Neues. Papa ist jetzt primär Ansprechpartner, das ist auch eine tolle Chance und ganz wichtig. Und dann ist Papa mit dem großen Kind unterwegs und gehen in den Zoo oder was. Und dann essen die eine total unbio Wurst hinterher. Und dann ist es auch wichtig als Mutter, so, oh, was habt ihr gegessen, was habt ihr so? Genau. Na, also da sind wir als Mütter ja auch gut mit Kontrolle und mit mach es so und sehr konkreten Vorstellungen zu haben und so, sich da auch ein bisschen zu entspannen und auch abgeben zu können. Und das heißt aber auch in letzter Konsequenz abgeben zu können. Auch das Baby letztendlich. Also der Papa kann wunderbar ein 2 Wochen altes, ein Tage alte, wie auch immer, Baby wickeln. Das muss ja nicht alles die Mama machen. Ja. Und ich glaube auch so Exklusivzeiten sozusagen. Du nach dem Stillen schläft er gleich, ich lege ihn ab und dann bin ich nur für dich da und dann darfst du dir aussuchen. Ganz schönes Ritual finde ich auch. Exklusivzeit mit dem großen Kind. Genau. Das habe ich mit meiner Tochter, also ich habe ja auch 2 Kinder, die sind 5 Jahre Abstand. Und ich habe mehr oder weniger von Beginn an tatsächlich geguckt, dass ich, also ist es immer noch 1 Stunde am Dienstag, nicht viel, ne? Aber so, wo wirklich nur sie und ich was machen. Ne? Und mittlerweile ist sie so groß, dass sie das dann schick findet, im Café zu sitzen und ein prosthetische Kinder. So, aber dann eben ungeteilt Mama zu haben. So. Und das können ganz kleine Oasen, ganz kleine Inseln sein, aber die sind dann ganz wertvoll für beide. Also auch für, ne? Viele Frauen haben das auch am Ende der 2. oder 3. Schwangerschaft, dass sie so diesen Kontakt zum großen Kind, nur du und ich, du, mein erstes Kind und ich, so diese exklusive Zeit, auch die geht ja vorbei mit der Geburt eines 2. Kindes. Und da haben Frauen manchmal auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Abschiedsschmerz, aber schon auch so ein bisschen so, ja, es kommt etwas Neues, es kommt eine neue Zeit und auch Abschied davon zu nehmen. Dass man so diese ganz innige, symbiotische Beziehung, die man oft noch zu seinem kleinen ersten Kind hat, dass das einfach
ja, sich verändern wird. Zum Glück. Zum Glück, na, total. Alles zum gesund. Glück. All diese Entwicklung, diese Prozesse, ja, wo wir manchmal natürlich hingeschubst werden, ja, die sind ja zum Glück natürlich. Mhm. Ja. Eine Frage haben wir noch, Tipps für Männer, um das Wochenbett zu genießen. Ja. Das finde ich jetzt ganz schön, weil oft heißt ja, was kann mein Mann tun? Okay. Aber wie kann er es auch genießen? Mhm. Also ich glaube, es ist für die Männer auch wichtig, ist tatsächlich, und die haben eben nicht diesen hormonellen Rückenwind. Ne? Die Frauen, die bis unter die Hutkante mit Oxytocin abgefüllt sind, die gucken ihr Baby an und sagen, oh, ich bin deine Mama und du bist mein Baby und das reicht schon, um zu weinen. Um so. Und das so. Und die Männer haben zumindest dieses Hormonelle, zumindest nicht so sehr. Und das ist oft wirklich schön ist, dass man da eine klare Abgrenzung auch mal wieder schafft, dass man den Rechner auslässt im Sinne von, du hast jetzt Urlaub und dass man das auch vorher signalisiert. Mhm. Es ist häufig auch so ein Konfliktthema, so du checkst ja schon wieder deine Mails oder sowas und nach dem Motto, es ist jetzt gerade mal so ein Raum, wo nichts ist. Ja. Das sind wir im Alltag ja so gewöhnt, geht mir genauso. Wenn ich im Fahrstuhl stehe, checke ich meine E-Mails, was für ein Quatsch. So, ne? Dass man sich da wirklich auch disziplinieren muss und zu sagen, so nee, jetzt hat auch mal eine Leerstelle, Raum, wo nichts ist und wo einfach, wo man sich nur berühren lassen kann. Darauf muss man sich einlassen. Und dann ist das auch ganz toll. Das kennt ja jeder. Nach dem dritten Tag Urlaub vermisst man auch seine E-Mails nicht mehr. Aber man braucht wirklich auch Zeit, um da runterzukommen. Und um eben, damit der Mann jetzt nicht damit permanent beschäftigt ist, ich muss in der Apotheke noch irgendwelche exotischen Sachen besorgen, ich muss noch irgendwie auf dem Standesamt vorbei und so. Es ist ja schon auch viel Hol- und Bringedienst sozusagen dabei. Dass trotzdem auch klar ist, es ist eine wichtige Zeit, auch Dinge, die man vielleicht outsourcen kann, wie man das heutzutage sagt. Also zum Beispiel mit Essen auf Rädern zum Beispiel mit Bio-Kiste oder von mir aus irgendein Windel-Abo oder so, ne? Dass man einfach so ein bisschen guckt, dass Zeit bleibt für die wirklich wichtigen Dinge. Ja. Und dass man es auch ernst nimmt. Also viele Männer denken dann auch, also, das ist ein Frauending. Das ist so ein Frauending oder so. Oder auch so, ja, ach, wenn ich jetzt 3 Wochen völlig von der Bildfläche verschwinde, ich will meinem Chef jetzt nicht schon gleich signalisieren, ich bin jetzt auch so ein Papi und bin sozusagen nie zuständig. Mhm. Ich bin dann schon erreichbar, wenn was ist und so. Ich würde tatsächlich da von vornherein gucken, wirklich eher, also man kann ja immer noch zurückrudern und sagen, ich fahre noch mal jetzt 2 Stunden ins Büro. Das ist oft besser, als immer die ganze Zeit so halb da zu sein. Es ist, man sollte es vielleicht behandeln wie ein Südseeurlaub. Da würde man auch sehr gut sagen, ey, ich bin nicht erreichbar. Genau. Absolut. Ja, und das ist einfach natürlich ein Phänomen der Zeit. Damit müssen wir auch erstmal, ne, das mit diesem Digital Detox, damit müssen wir auch erstmal lernen zu dealen. Das ist ja uns selber, wir erforschen ja auch noch selber den eigenen Umgang damit. Ja. Und das ist in dieser Zeit besonders wichtig einfach. Ja. Naja, die Papas können sich auch einfach mit ins Bett legen. Ja, und, total. Genau. Kuscheln und auch das Kind anschauen. Genau, ich dachte, das hätte ich vorhin schon erwähnt. Alles tun, außer alle stillen, Familienmitglieder das ist ja das. Ab ins Bett und auch ausziehen natürlich. Also Körperkontakt, ne, weiß ja auch mittlerweile jeder, dass so der direkte Körperkontakt und wie berührend das auch ist, so dieses weiche Baby, sich auf diesen Babykosmos wirklich einzulassen und einfach wirklich nichts anderes sein zu lassen und so einfach das Baby die ganze Zeit anzugucken und zu spüren, wie weich bist du und wie du bewegst dich so ähnlich, wie du dich bewegt hast im Bauch noch und ich erkenne die Bewegung wieder. Und na gut, das haben die Papas nicht. Doch, also ich fand das tatsächlich total verblüffend. Also wenn sie von außen gehen. Dass Kinder so ein Bewegungsmuster haben, dass man oft sehen, diese Sorte Kicks, das kenne ich. Und das kennt man dann irgendwie so haptisch dann vielleicht auch. Aber so einfach mit eintauchen. So und auch ganz viel wickeln. Also so dieses Massieren und einfach unter der Wärmelampe. Ja. Ich bin ja ein großer Verfechter von Wärmelampen. Ich auch. Ich bin total minimalistisch, wirkt jetzt vielleicht nicht so, wo ich hier den Korb auspacke. Ich bin total minimalistisch auf der Ebene, Frauen brauchen da riesen Shoppingwaren. Also so. Aber ein paar Sachen finde ich auch echt gut. Ja. Und eine Wärmelampe gehört auch dazu. Ja, also ich kenne viele, die sagen, ach nee, komm, ist. Ja, muss man ja auch irgendwie ein bisschen Aufwand betreiben oder was in die Wand dübeln. Ja. So, naja. Aber und das ist für diese ganzen Babymassagen oder auch so dieses Baby einfach mal da so nackig liegen zu haben und nicht gleich zu denken, es braucht gleich wieder so eine Wolle-Seide-Body. Ja, die protestieren ja auch, die finden das ja dann doof. Ja. Ne? Genau, Wolle-Seide-Body, auch im wichtigsten Fall. Also warm halten von Baby, ne? Per Wärmelampe zum Beispiel. Übrigens, meine hängt heute noch, ne? Meine Kinder sind 7 und 12 und die hängt immer noch. Naja, da wärme ich die Bademäntel und die Pyjamas vor, wenn die in der Badewanne sind. Ich war wahrscheinlich auch einfach schlicht zu faul, ihn abzuhängen. So, aber, also eben so, wenn er da hängt, dann nutzt man den auch und dann nutzt man den lange. Und das ist wirklich so kuschelig und eben nicht das Gefühl zu haben, jetzt muss man schnell wieder anziehen, weil es am Anfang, also in den ersten Wochenbettstagen, kriegen Babys
Babys wirklich sofort blaue Hände und blaue Füße, ne, weil die sofort auskühlen. Die haben ganz viel Oberfläche und ganz wenig Volumen und strahlen einfach ordentlich Wärme ab, weil die ja nur kennen, in 37 Grad warmer Umgebung zu sein. Ja. Und Raumtemperatur ist eben natürlich nicht 37 Grad. Und das heißt nicht, man muss jetzt den Thermostaten die Heizung hochdrehen, bis die Bude 37 Grad hat, sondern man soll das Baby schön warm halten. Ich habe da als Symbol einfach mal, echt winzig, oder? Ja, wie winzig. So ein kleines Häubchen mitgebracht, das ist aus Wolle Seide. Kennst aber du auch, oder? Sie, Wolle Seide. Also rede mit irgendeiner Mutter über Wolle Seide und alle kommen sofort in Schwärmen und sagen, du wirst nie wieder was anderes wollen. Ich kenne so viele, die sich jetzt selber Wolle Seide Unterwäsche habe ich auch. Winter für den Spielplatz, es ist so kalt. Ja, und auch, spielen. Ja, total. Hier ist heiß und uns ist kalt. Das fehlt auf meiner Wochenbettliste. Was brauchen Frauen im Wochenbett? Die brauchen vernünftigen Anorak, vernünftige Schuhe, damit man, also gerade jetzt die Winterbaby-Mamas, damit man über die harten Winter kommt. Genau, also ein Häubchen auch echt in den ersten 10 Tagen oder so würde ich das auch drinnen. Ich konnte das ja immer nie glauben. Also so, wenn du im Hochsommer im August ein Kind kriegst und draußen sind ausnahmsweise mal 30 Grad, dieses Jahr hatten wir viel zu wenig davon, aber dann braucht man kein Häubchen. Aber es ist tatsächlich so, dass einfach das Köpfchen vom Baby ist ja erstens großer Körperteil, zweitens unangezogen, erstmal ohne Mützchen und gehört zum Körperkern. Das heißt, der ist gut durchblutet und strahlt ordentlich Wärme ab. Also das spürt man ja auch, ne? Wenn man die Hand so über das Köpfchen hält, strahlt es richtig Wärme ab und die Kinder so ein bisschen zu schützen vor Wärmeverlust. Das ist wirklich aber auch nochmal explizit für die ersten Tage. Das heißt nicht, dass man ein 8 Wochen altes Kind mit einer Wollmütze ins Bett legt oder sowas, weil nachher Überwärmung und Temperaturregulation über die Wärmeabgabe dann auch wichtig ist. Und das Thema Überwärmung, gerade im Kontext sicheres Schlafen, ein wichtiges Thema ist. Aber warm genug ist nicht Überwärmung. Und man kann im Prinzip ein Baby in den ersten 1-2 Lebenswochen kann man nicht überwärmen. Tatsächlich. Weil es immer im Defizit ist. Es hat einfach keine Nabelschnur mehr, keine mütterliches Fruchtwasser mehr um sich herum, was wärmt. Man muss es wärmen von außen. Und auch mit so einer Babywolldecke habe ich jetzt irgendwie so wurscht. Also, dass man einfach immer eine Decke parat hat und das Baby schön einhüllt. Auch nach dem Baden zum Beispiel, wenn noch ein bisschen Feuchtigkeit, noch die Haare, das Pflaumenhärchen noch ein bisschen feucht sind und so, dass man die wirklich gut einmummelt. Das ist doch gut. Ja. Ein wichtiger Stichpunkt hier noch. Sabine fragt, wie kann man Wochenbettdepression vorbeugen? Oh ja. Großes Thema, ja. Total. Man wird ja doch sehr überrascht. Ja. Also wobei ich das hier wichtig finde, nochmal wirklich klar auch zu unterscheiden. Genau. Wochenbettdepression ist ein wirkliches, ernsthaftes, psychiatrisches Erkrankungsbild. Ne? So. Und das hat nichts mit dem sogenannten Baby Blues zu tun. Ich finde das Wort, also so, ne, es gibt verschiedene Wörter dafür, wir nehmen das mal, weil es ganz unterschiedliche Phänomene sind. Der Baby Blues ist einfach sozusagen diese emotionale Volatilität, so würde ich das jetzt mal beschreiben, in den ersten Tagen, 2-3 Wochen nach der Geburt, wo man einfach merkt, so, also man guckt massiv Werbung und heult oder so. Ne? Also, ne, dass man einfach so merkt, so, wow, das ist ja noch nicht mal traurig sein, sondern man ist so berührt. Ne? Man ist so dünnhäutig und man ist einfach so berührt und sentimental und all diese Themen. Und man schaut das Baby an und kann es gar nicht fassen, dass man jetzt die Mutter von diesem Wunderwerk der Natur ist und das auch, ne, was das alles bedeutet und so. Also diese Emotionalität, Baby Blues, klassischerweise so 3., 4. Lebenstag ist es am meisten, dass man dann irgendwie denkt, Gott, was ist mit mir los? Ich muss so weinen, ich weiß gar nicht warum. So kennt man sich ja auch nicht, ne? So fragil ist das einfach, weil ich ja was ganz Fragiles. Wochenbett halten ist da auch immer unser allererstes. Es wird immer viel besser, wenn man wirklich merkt, man schützt sich vor einem zu viel an allem. So und zieht sich zurück und legt sich ins Bett und kuschelt mit dem Baby und stillt und Körperkontakt und Oxytocinproduktion und all das. Das ist enorm sinnvoll in dieser Zeit. Und der Baby Blues in dieser Weise geht vorbei. Und zwar ohne, dass man was tut oder lässt, sondern das ist eine Phase, die vorbeigeht, ohne dass man das in irgendeiner Weise pathologisieren muss. Die Wochenbettdepression ist was vollkommen anderes. Oft kristallisiert die sich auch später erst heraus. Also manchmal eine wirklich frühe Wochenbettdepression entwickelt sich quasi nahtlos aus dem Babyblues. Ne? Das merkt man einfach daran, die Frauen kommen da gar nicht raus. So, und es ist schon ein relativ häufiges Phänomen, dass Frauen mit ihrer Emotionswelt
anders drauf sind, als sie dachten, so nenne ich das jetzt mal. Also so ein Bild vielleicht auch wieder, vielleicht ist es dann so, so auch sehr idealisiert oder man stellt sich das so vor oder man freut sich auch sehr auf das Baby im Sinne von, und wenn das Baby dann da ist, dann bin ich die glücklichste Frau der Welt oder so. Und dann ist man es nicht sofort oder man ist es nicht immer und keine Frau ist das sofort oder immer. Und dann da einfach mit sich selber so ein bisschen, dass man denkt, so, oder stimmt mit mir da was nicht oder so, liebe ich mein Kind nicht genug oder ich dachte, man, das ist so ein bisschen so, als würde da der Regenbogen sein und darunter ist dieser Goldtopf, von dem immer gesprochen wird und es würde man so den so nie erreichen. Man denkt immer so in der nächsten Wegbiegung, da bin ich dann endlich glücklich und da kommt das dann oder so und dann kommt das nicht. Und wo Frauen dann einfach an sich zweifeln oder sich fragen. So, ne? Und eine echte Wochenbettdepression ist selten, aber auch nicht so selten. Also man, je nach Studien gibt es unterschiedliche Zahlen dazu, geht man so von einer Inzidenz von 10-20% aus. Finde ich auch. Und ich glaube aber, dass auch da das Phänomen Depressionen, damit wird ja seit einigen Jahren auch sehr viel anders umgegangen, wobei man immer noch eine Erschöpfungsdepression lieber Burnout nennt, weil das klingt dann irgendwie nicht so bedürftig und schwach, sondern zeigt, dass man ja eigentlich total tough drauf ist und so. Also auch Mama-Burnout ist, ist ja ein Wort, ne, was es gibt und nicht ohne Grund. Und diese Erschöpfung, man würde eine Wochenbettdepression auch von den Symptomen am ehesten wirklich so beschreiben wie eine sogenannte mittelgradige Erschöpfungsdepression, dass man einfach aus diesen ganzen guten Gründen platt zu sein, dass man nicht mehr schläft, dass man meistens ja auch nicht gut isst. Also das sind alles Dinge und dieses permanente Gefragtsein. Fremdbestimmung klingt jetzt immer so ein bisschen blöd, weil das Baby ja damit gemeint ist, was ja nicht anders kann. Aber dass man einfach die Grundbedürfnisse, von denen wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, tatsächlich unterordnet und das ist anstrengend. So, viele Menschen kennen Depressionen im Sinne von, es gibt Phasen im Leben, da taucht das einfach auf. Also ich glaube, das ist viel, viel mehr Menschen als 10-20% vertraut, dass man Phasen hat im Leben, wo man denkt, das, da war ich wahrscheinlich schon auch depressiv oder so. Ne? Und was sollen denn die Wöchnerinnen oder die Wochenbettmamas tun, wenn sie merken, oh, ich komme da jetzt nicht mehr? Als erste und wichtigste ist Unterstützung suchen, immer. Ja. Dass Entlastung einfach ein ganz wichtiges Ding ist und so. Und da dann einfach das Netzwerk einspannen, dann ist es so. Also wenn das im frühen Wochenbett ist und eine Frau wirklich abrutscht, dann ist das sozusagen auch klare Kante, die Hebamme, die natürlich einen Sensus dafür hat, die dann ja auch noch im Boot ist, dass die einfach ganz klar signalisiert, dein Mann muss spätestens um 15 Uhr nach Hause kommen oder um 16 Uhr. Vielleicht ist das nicht so einfach, aber das muss dann eben sein. Es muss die Frau gut versorgt sein. Sie muss Entlastung erfahren. So, ne? Also dass man wirklich ein richtiges Vollbild hat im Sinne von, die Frau braucht Medikamente oder sie braucht sogar eine stationäre Behandlung bei einer Wochenbettdepression. Das ist wiederum super selten. Es gibt viel so eine Grauzone, wo sich ganz viel auffangen lässt auf der Ebene von Unterstützung und von Entlastung. So wie auch immer man das dann organisiert. Das ist sicher nicht immer einfach, aber das ist wichtig. Und dann gibt es mittlerweile auch natürlich, also Naturheilkunde, ne, das ist ja natürlich mein Feld, da könnte ich jetzt viel erzählen. Das würde ich nur gerne, weil es im individuellen Fall ist, jetzt nicht in dieser Weise tun, dass ich sage, trink den Tee und besorgt dir dieses Johanniskrautextrakt oder so, aber es gibt Dinge auf der Ebene, die man tun kann. Man weiß mittlerweile auch um einige Mikronährstoffe, die wichtig sind. Das Omega-3 zum Beispiel hat da super Zahlen mittlerweile auch, also ist gut untersucht mittlerweile die Wirkung von Omega-3 auf Depressionen, auch schon in der Schwangerschaft im Übrigen. Also auch Schwangerschaftsdepressionen sind nicht viel seltener als Wochenbettdepressionen. Ach, tatsächlich, das ist gar nicht so bekannt. Genau, also über Wochenbettdepressionen redet man mittlerweile viel, aber auch in der Schwangerschaft gibt es das viel. Und auf dieser Ebene von Mikronährstoffen, das heißt natürlich letztlich gesunde und ausgewogene Ernährung, aber das, ne, ist schon froh, wenn man sich eine Handvoll irgendwas einwirft und irgendwie Kalorien zu sich nimmt, dann darauf auch noch zu achten, ist im Alltag oft schwer. Deshalb ist es manchmal am einfachsten tatsächlich über Nahrungsergänzung in einer guten Qualität dann natürlich zu schauen, was man da tun kann. Da gibt es Dinge, Omega-3 zum Beispiel. Yeah, auch die Schilddrüse ist ein wichtiges Phänomen. Ne? Manchmal verschleiern auch körperliche, rein biochemische Sachen, die jetzt nichts mit der Seele, sage ich mal, zu tun haben. Verschleiern oft depressive Symptome. Und wenn die Schilddrüse total abrauscht, in der Schwangerschaft ist ja ein wichtiges hormonelles Regelorgan, was in der Schwangerschaft auch
bekannt ist dafür, da ordentlich Kurven zu machen, genau. Wenn die Schilddrüse total abrauscht und man in so eine Unterfunktion rutscht, dann ist alles runtergedimmt. Mhm. Ne? Dann ist man müde, dann ist man schlapp, dann kriegt man Ringe unter den Augen und so. Und man kommt vielleicht nicht primär drauf, das ist vielleicht nur die Schilddrüse und gar nicht, also ne, dass man da so ein bisschen differenziert guckt. Wir müssen zum Ende kommen, liebe Karin. Ich könnte dir ewig zuhören. Geht ja immer schnell. Ich bin auch ganz erstaunt, ja. Genau. Unsere Stunde ist schon rum. Ja. Dank dir für all das Wissen, das du uns hier mitgeteilt hast. Sehr gerne. Danke Vielen euch Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. danke euch für die vielen guten Fragen, fürs Zuschauen. In ein paar Stunden ist das Webinar online verfügbar und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback. Ich sage noch eine Sache, dieses Körbchen verlosen wir, oder? Ja, ja. Mit allem drin, das verlosen wir auf Instagram. Ja. Könnt ihr folgen, das... Genau, Karin Dannhauer, ich sag's nochmal. Ja. Habe ich mir so ausgedacht, oder? Vielleicht packe ich noch ein Buch dazu. Schön, total super. Nächste Woche haben wir noch ein Webinar und genau, ich freue mich dann um 12 Uhr euch dann wieder zu sehen. Danke, tschüss. Tschüss.